Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Tibia. Wir sind hier immer noch in Kalassa, weil wir nämlich diese Coral Comp holen wollen, die sich hier hinten an diesem Schiffchen befindet und wir noch einen echt arschweiten Weg vor uns haben. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir werden möglicherweise auch sterben. Das werden wir in ein paar Minütchen wissen. Vielleicht ist es ja dann auch so, dass ich dort hinten bin und dann Rescue-mäßig rausgeholt werden muss, weil ich surrounded werde von diesen Viechern hier. Und ich glaube, mit 200 SDs war ich gestern sehr, sehr optimistisch, dass ich das schaffe. Deswegen versuche ich mal, die Sache hier ein bisschen zu sparen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Level aus? Oh, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Flup. 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 Vielleicht looten wir ja mal. Das wäre immer noch mein großer Traum. Ein paar Fischis zwischendurch. Ein bisschen Sushi ist immer gesund. Ja, gestern der große Tag des Livestreams. Oh Gott. Hm? Ach so. Ich dachte, jetzt kriegen wir hier unten noch eine Raid. Na, das wäre ja der Traum gewesen. Ja, gestern großer Tag des Livestreams gewesen von Rift. Hatte mir im Vorfeld so ein bisschen in die Hose gemacht, weil ich irgendwie, das war für mich was komplett Neues. Und, die Dinger hier, die sind doof, die Hydromancer, da müsst ihr aufpassen. Die haben extremst krassen Delay. Also hier in, wie heißt es? Verzögerung. Na, hier, wie nennt man es denn? Paralyse. Meine Fresse. Die sind mit Vorsicht zu genießen. Ja, jedenfalls gestern Livestream und der Stinker hat sich da echt in die Hose gemacht, so ein bisschen. Muss auch sagen, so im Nachgang, es war nice, definitiv. Aber was ich ein bisschen schade fand, und da muss ich mir noch einen Plan machen, wie ich das am besten regel. Man wird irgendwie, wenn er sagt, okay, let's play together, man kann irgendwie nicht jedem gerecht werden so richtig. Und das hat, glaube ich, Herr Xomoda, schönen Gruß an dich, hat wahrscheinlich eher am Leib am besten erfahren. Weil nämlich wir die, oder warum habe ich nur so 100 und was? 160? Das wird nicht reichen. Zumindest wird es knapp. Soll heißen, man kann bei Rift ja bloß bestimmte Gruppen aufmachen. Und diese Gruppen sind bloß mit 5 Mann. Und wenn du da 7 Mann hast, dann ist natürlich fällt einer hinten runter. Und da er seine Reels noch mit dabei hatte, habe ich ihn gefragt, ob er denn nicht mit den Reels in die eigene Gruppe möchte oder in eine eigene Gruppe möchte. Und klar, hat er gemacht. Aber dann ist die Sache so ein bisschen auseinandergelaufen. Dann hat man sich da so ein bisschen verloren, weil die dann natürlich selbst weitergelevelt haben, weil die für uns natürlich ein bisschen, also weil wir für sie so ein bisschen langsam waren. Natürlich klar, ist in einem Live-Let's Play, wenn ich das auch noch recorden möchte und ein bisschen moderieren möchte, dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen schwierig zu realisieren. So, schwupps. Ja, 200er Damage, na, das geht ja immer noch. Aber aktuell, muss ich sagen, schlagen wir uns ganz gut. Ich glaube, mit den Thunderstorms hier war, Stinker, wie heißt das, Maria? War das eine gute Idee? Da komme ich gut klar, aber ich glaube, wir haben zu wenig davon eingepackt. Das werden wir ja gleich wissen. Was ist denn hier? So eine voll die traurige Musik. Paralysiert wen anders, ihr Viecher. Nicht mich. Oh, seht ihr das? Echt übel. So. Naja, jedenfalls fand ich das gestern ein bisschen, zum Teil ein bisschen schade. Habe ich mich selbst über mich selber geärgert. Und ich finde auch, dass die Kommentare ein bisschen gelitten hat. Oh, wir sind schon da. Guck mal, da in sich, das ist, juhu. Dass der Kommentar dann so ein bisschen gelitten hat. Und da muss ich mir definitiv für das nächste Mal, also wir haben jetzt echt massiv viel im Voraus aufgenommen, muss ich mir einen Plan machen, wie ich am besten realisiere. Das ganze Unterfangen. So, kommst du auch noch?
Eigentlich könnten ja noch ein paar andere kommen. Genau. Kommen Sie mit, junger Mann. Flomp. Flomp. Das geht wirklich ganz gut hier. Kann man ja richtig leveln. Meine Güte. Flup. Fischi. Und eine Mana-Pot. Gucken wir mal, wenn wir hinten sind, wie viel XP pro Stunde ich meine, denn hier bekomme. So, den killen wir mal so schnell. Let me through. Toll. So. Wir müssen uns bloß oben dann ein bisschen beeilen, damit uns quasi der Backspawn nicht so voll erwischt. Der wird uns sicherlich vorne schon erwischen, aber so die Sachen, wo es voll gewesen ist. Meine Güte, hör auf mich zu paralysieren, du Arsch. So, zack, einmal hier rein. Bisschen was gelurrt. Zum Töten. Ja, und bezüglich Stinker war aufgeregt. Das mit dem Livestream, das war alles so... Ach, huch, da kommt ja noch ein Predator. Meine Fresse. War irgendwie alles komplett neu für mich. Irgendwie ein total seltsames Gefühl. Irgendwie. Und deswegen auch Herzflattern. Aber nach der ersten Minute war alles wieder. Alles wieder gut. So, Nothing. Dieses Nothing, wie ich es hasse. So, wir müssen hier hinter. Hier unten ist auch alles voll. Und oben, ihr habt es gerade gesehen, ist auch alles richtig voll. So, zack, zack, zack. Hier bloß ein paar Quaras. Also die Manta-Dinger. Flupp, so sind die auch tot. Dann müsst ihr hier hoch. Hier unten am besten alles wirklich cleanen. Weil wenn ihr oben seid, ich werde auch definitiv mit Mana-Shield hochgehen. Das ist nämlich echt übel da oben. So. Mal gucken, wie ich das hier regeln kann. Ich werde Energy Bomb. Nicht so lange überlegen, Stinker. Der Backspawn ruft. So, Energy Ring. Flup. Angezogen. Was ist denn nu? Und. Wow. Machen wir das erstmal so. Ich glaube, die heilen sich ja nicht so doll, ne? Aber ein 40 Sekunden Cooldown ist echt fies. Doch, die heilen sich. Ach, Kacke. Schön auf die Mana achten. Die geht runter wie Sau. Lecco mio. So kann man es auch machen. Ich will oben bleiben. Ich will oben bleiben. Ist ja bloß nur einer. Oh, so süß. Mit Feuer, na klar, Stinker. Du bist ja der Held. So, dann haben wir es ja doch schon. Haben wir irgendwas gelootet, irgendwas gesehen? Kann man hier durchgucken. Nö. Oh, doch, eine Fischfin. Ich weiß gar nicht, was ist denn die noch wert? Ist die überhaupt noch was wert? Ich habe von den Preisen gar keine Ahnung mehr. Was ist denn das? Ein Quara-Ei. Das ist bestimmt bloß hier so ein Fisch-Creature-Produkt, wa? Wie wiegt's? Ja. Damit. Gut. Mana wieder voll. Sehr schön. Habt ihr gesehen, hier oben viel, viel Schisselmissel. Und deswegen ist das alles relativ schwierig. Was mich jetzt aber wundert, ist, dass wir das doch hier relativ easy geschafft haben. Das heißt relativ. Also war schon... Bloß hier gibt's nichts. Nö. So, dann müsst ihr hinter. Ist ja schön. Ich bin der König der Welt. Oder auch nicht. Und dann müsst ihr hier unten rein. Das ist der Raum. Und da hinten ist die Kiste. Da gibt es den Coral Comp. Hier hinten ist nichts mehr drin. Kann ich rein? Nee, kann ich nicht. Und hier ist, wie gesagt, dann der Kamm drin.
Und das könnt ihr dann quasi nehmen und dann das ist halt der Coral Comp. Und wir gucken mal, dass wir wieder zurückkommen. Was wir ja denn doch geschafft haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte echt gedacht, dass wir hier ein massives Problem bekommen, weil wir damals ja auch in einer ganzen Gruppe gegangen sind. Also in ein, wenn ich sage Gruppe, dann heißt das so 7, 8 Mann. Um halt hier den Quest-Service durchzuziehen. Dachte immer, dass das sonst nicht schwierig ist, aber krieg ja auch alleine hin. Was natürlich auch sein kann, ist, dass die Quest jetzt hier, dass das alles mit der Zeit schon wieder so einfach geworden ist oder von oh ja, Loot, von Tibia so genervt worden ist, also von Zip, dass man da wirklich gar keine großartigen Probleme mehr bekommt. Ich sag mal so, dass, der Schwierigkeitsgrad, und dann machen wir uns, glaube ich, nichts vor, von früher und von jetzt bei Tibia ist ja, glaube ich, extrem in den Keller gesunken. Soll heißen, früher war alles ein bisschen schwieriger und komplizierter. Deswegen gab es auch nicht so viele High-Leveler. So wie jetzt. Aber ich will nicht sagen, dass das, weil es jetzt einfacher ist, dass es weniger attraktiv ist, das Spiel. Das will ich gar nicht sagen. Es hat sich nur verändert und viele, viele Spieler kommen halt mit der Veränderung nicht klar. Weshalb Tibia denn, glaube ich, auch so ein bisschen massiven Einbruch an Komponenten, sag ich schon, an Customers hat. Wieso fallen mir heute eigentlich nur die englischen Worte ein? Kann mir das mal einer erklären? Und warum kommen hier bloß so zwei Viechers? Danke. Oh. Was ich auch witzig finde, dass viele von den Shrimps, viele von den Tibia-Zuschauern jetzt auch ein bisschen bei Rift mit dabei sind. Also das finde ich echt gut. Das ist quasi unser Tibia in 3D. Und jetzt muss ich mal, ach ja, stimmt, wollte ich auch noch sagen. Ganz ehrlich, ich habe letztens ein Let's Play angeschaut, und zwar von WoW, von World of Warcraft. World of Warcraft ist ja quasi die Mutter des MMORPG in 3D, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf. Und da habe ich jetzt gestern mal reingeguckt, und es gibt es ja immer noch, ne? Das heißt, ist ja immer noch beliebt, so wie früher, und immer noch die Königin unter den MMORPGs, und ich frage mich, wieso. Also ich habe jetzt, gut, ich möchte jetzt nicht großartig drüber urteilen, aber wenn es eins gibt, was ich machen kann, dann ist das ja die Augen aufsperren und sehen. Gott. Hörst du auf, mich zu paralysieren, du Drecksack. Und zwar, was mich erschreckt hat ja direkt schon, die Grafik. Die Grafik von World of Warcraft ist ja wirklich noch wie vor 13 Jahren, als es rauskam. Zumindest für den Part. Also ich habe beim Kavalierpirat, der hat ja mal reingeguckt, und ich dachte mir, ach na, jetzt wo du Rift spielst, guckst du mal an, was ist denn bei World of Warcraft los? Was finden die Leute so gut daran, dass sie alle über Rift so ein bisschen herziehen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe natürlich jetzt von der Spieldynamik nicht viel mitbekommen aus diesem einen Video, das ist natürlich klar. Aber alleine schon von der Grafik würde ich sagen, okay, war schön. Da hat ja Rift, aufgrund auch des Alters, einen massiven Vorsprung, finde ich. Und insofern macht es mir auch ein bisschen mehr Spaß. Huch. Ich weiß noch, damals, als ich Rift angefangen habe, das war ja auch ein Ressourcenfresser. Konnte das gar nicht spielen. Musste auf dieser niedrigsten Einstellung musste ich spielen. Und dann auch noch anklicken, gibt es so einen Button in Rift, dass du die niedrigste Einstellung irgendwie noch. What the hell? Macht ihr mich rot oder was? Macht ihr mich rot, mache ich euch tot. So einfach ist das Spiel hier. So, habt ihr nur davon. Ich hätte euch am Leben gelassen. Hätte ich. Hätte ich wirklich. In Klammern, nein. Ja, jedenfalls, auf diesen niedrigsten Spieleinstufungen kannst du dann nur anhaken, dass du noch weniger brauchst oder noch weniger hast. Und ich weiß nicht, was er dann macht, weil ich nehme da irgendwelche Sachen raus. Jetzt spiele ich halt auf Ultras, aber immer noch. Ja, die Grafikkarte, die ventiliert schon ganz gut.
hyperventiliert, um fast zu sagen. Da kommt ihr nicht mehr mit. Ja. Flomps. Flomps. So, schwupsen. Dann waren das ja wieder mal zwei Folgen auf jeden Fall mit Abwechslung und mit was anderem, was Neuem. Weil ich glaube, diese Kalassa-Mission, ich weiß so gar nicht, ob wir die im Let's Play irgendwann schon mal angefangen hatten. Oder zumindest versucht haben. Das weiß ich jetzt nicht. Der große Loot ist ja natürlich ausgeblieben, außer eine Fischfinne und ein Halm. Aber gut, man soll ja nicht klagen. Nö. So, flups. Ja, die Sanders sind ein bisschen eng, aber das schaffen wir schon noch bis Ende. Zur Not machen wir sie halt alle einzeln und ein bisschen vorsichtiger. Ey, wo rennt ihr hin? Lasst euch töten, ihr Hässlichen. Obwohl, ich glaube, Pinscher und zwei Dingens, die können schon ordentlich mir das Leben zur Hölle machen. So ein Halbert. Wow, 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 wow. So. Ja. Da war gerade irgendwo ein Diamantteig gesehen. Muss ich gleich nochmal alle durchsuchen hier. So, den mache ich noch tot. Mit Sanders. Oh. Hört ja nicht mehr auf hier. Schmaler Saphir. So, stirb. Stirb eines elendigen Todes. So, zack, der da rein. Du kommst auch da rein. Wo warst du? Da warst du. Hab ich doch richtig gelesen. Oh, Schrimps. Hm. Mögt ihr Sushi? Ich nicht. Eigentlich hasse ich hier Fisch. Also diesen Fischgeschmack. Aber was ich wiederum esse, ist bei Nordsee diesen komischen Bismarckfisch. Der ist lecker. Das ist eigentlich so mein Standard. Hier so ein Bremer-Ding. Das ist irgendwie so eine Fischbulette mit Ketchup drüber und Röstzwiebeln und dann halt diesen Bismarck. Und das ist eigentlich purer Fisch. Fast Sushi-like, aber der schmeckt nicht so nach Fisch. Keine Ahnung. Ob das jetzt nur der Fisch ist, der so ist. Oder ob die da bei Nordsee noch irgendwelche andere Chemikalien reinmachen, damit dieser Geschmack raus ist. Dass der wirklich in dieser Fisch riecht. Ich da so an Matthias denke oder so, das riecht da voll nach Fisch und schmeckt auch so. Das finde ich voll ekelhaft. So, hab übrigens, der Alex hat ein paar Fragen gestellt. Oder zumindest war es der Einzige bisher, der Einzige, der auf meinen Aufruf so ein bisschen reagiert hat. Soll heißen, wenn ihr euch Fragen habt oder Themen, die euch einfallen, über die wir quatschen können, dann schreibt diese bitte in die Kommentare. Hat er gemacht. Er hat jetzt zum Beispiel Tibia-related Fragen gestellt, was ja nicht verkehrt ist. Und auf die würde ich gerne mal eingehen. Also was hat er geschrieben? Warte. Weil es geht ja relativ flott, die Fragen, die er da gestellt hat. Zum einen, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht sterbe. Gucken und nebenbei lesen. Warte mal. Flop. Warte mal, die machen wir tot. Okay. Die können jetzt mal eine Redezeit füllen. Allgemeine Tipps geben. Was zum Beispiel mehr bringt? Skillen oder Offline-Training? Bis zu welchem Level man gut bei Fuck oder in der Fuck-Welt spielen kann? Also nicht Fuck-Welt mit F-U-C-K, sondern F-A-C-C. Zum einen Skillen oder Offline-Training. Was macht mehr Sinn? Das ist halt eine gute Frage. Ich glaube, am Anfang, also im in den ersten Leveln, ich weiß jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, bis wann, aber in den ersten Leveln ist definitiv Skillen schon sinnvoller als Offline-Training. Weil ich möchte irgendwo mal, also ich möchte meinen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass diese Offline-Geschichten nur die Hälfte skillen von dem, was eigentlich machbar ist. Ja, soll heißen, wenn du die Hälfte oder noch weniger, ich weiß es nicht, also von den Hits, die du eigentlich hier in Originalen, in Online-Zeit hitten kannst, zählt das für die Offline-Zeit, glaube ich, nur die Hälfte, ein Zehntel, keine Ahnung, irgendwie so. Die sich da genauer auskennen, die können sich ja mal sagen, aber Fakt ist, mein Wissen sagt, Offline ist, oder es gilt langsamer, definitiv langsamer als die Online-Geschichten, also ist am Anfang schon sinnvoller zu skillen. Später, wenn er natürlich in, beispielsweise jetzt Paladin, wenn du in einem Level bist, wo du einen Skill hast von, weiß ich nicht, 80, 90 oder so, da kannst du nicht mehr großartig skillen, hast du keine Möglichkeiten, weil du die Viecher, die du hast, an Monks oder sowas, da kannst du nicht mehr so viel, dann machst du fast One-Hit und musst dann halt warten. Das heißt, später wird es dann sinnvoll, entweder Hunten zu gehen oder dass du dir, oder dass du halt offline skillst, ja, weil Hunten, beim Hunten skillst du ja im Prinzip genauso, ja. Oder halt dann offline. Das ist später möglich. Also ich weiß, Eagle, der kann gar nicht mehr so skillen.
Ja, der hat zum Schluss dann, also man hat ja sonst immer mit einem Paladin, um mal dabei zu bleiben, mit einem Speer gehuntet, geskillt, ne? Anfänglich fing es ja mit einem Speer an und einem Monk und so. Und er hat später ist auf Steine umgestiegen. Auf Steine. Hier die Small Stones, die von Apes beispielsweise gedroppt werden. Und er hat dann die Monks irgendwann schon lang seine Skills mit den Steinen One-Hit genommen. Also teilweise. Und das war dann einfach nicht mehr möglich zu skillen. Und insofern, es war damals ganz gut. Da gab es ja diese Quest mit diesen Target-Dummies, ne? Die war super, die konntest du ja nicht killen. Da hast du auch zu 6 wahrscheinlich dann den Target-Dummy in Downy gekriegt. Aber ist dann immer auf roter HP stand der dann immer da. Aber die haben sie ja jetzt dank Offline-Skill wieder rausgenommen. Finde ich eigentlich schade. Aber auf der anderen Seite wiederum gut. Warte mal kurz, das ist mir hier zu oll. Ja, schon besser. Finde ich auf der einen Seite schade, weil die Target-Dummies, wenn du wirklich mal nichts zu tun hattest, hast dich wirklich dahingestellt und einfach mal geskillt. Das war in Ordnung. Das war quasi Online-Skillen, ging schnell. Und jetzt kannst du halt wirklich nur noch offline skillen und für ihn ist es halt, es dauert ewig. Er macht, glaube ich, in 12 Stunden Skillzeit 0,01 oder 0,1% seines Skills. Ja, das heißt, er muss irgendwie 10 Tage skillen, damit er 1% bekommt. Das ist schon krass. Und das Problem aber damals bei den Target-Dummies auch, und das verstehe ich auch, warum sie rausgenommen haben, du hast Botter gehabt. Sprich, also was heißt Botter? Dass du dich zumindest dann nicht ausloggst, dass dann immer irgendwas passiert, da stellst du dich dann halt den ganzen Tag hin und machst halt deine Makros, was weiß ich, dass du da irgendwie alle 15 Minuten oder 14 Minuten halt irgendwas sagst. Und das war natürlich dann doof, weil missbraucht worden, ganz einfach missbraucht worden. Ansonsten, die Idee fand ich gut, aber dank der Botter-Gemeinschaft ist das alles missbraucht worden und wieder rausgenommen worden. Und jetzt geben wir erstmal unseren Helm ab. Warte mal, wir müssen den, glaube ich, ausziehen, ansonsten nimmt er mir den nicht ab. Huch, scheiße. Nein. Wir kriegen den jetzt zurück. Verkaufen. Flomp, weg ist er. Gut. So, da ist der Stinker wieder ausgerüstet. Super. Okay, Ladies and Gentlemen. Wir sind durch. Morgen, lieber Alex, geht's auf dein zweites Thema, wie lange man in der Fuckwelt spielen soll und kann. Das machen wir dann morgen. Heben wir uns auf. Und ich sag mal, danke fürs Einschalten. Danke dafür, dass ihr die Idee hattet mit Kalassa. Fand ich eigentlich ganz gut. Mal eine Abwechslung. Und glaube ich, in Kalassa waren wir über das ganze Let's Play über noch gar nicht. Und insofern habt ihr mal einen kleinen Einblick in die Welt da unten bekommen. Und ihr wisst und ihr habt gesehen, die hauen ordentlich rein. Wir haben es geschafft. Wir hätten also den Honeycomb da holen können, wenn wir die Quest nicht schon gehabt hätten oder früher gemacht hätten. Also, ich danke fürs Einschalten. Würde mich freuen. Themen und Kritik bitte gerne nach unten in die Kommentare. Einen Daumen nach oben nicht vergessen, damit es hier ordentlich weitergeht und ich weiß, ob euch das gefallen hat oder nicht. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Tibia. In dem Sinne, tschüss und bis dann. Tschüss.